zurück, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Alien Isolation. Und wir wollen mit Alex um die Häuser ziehen. Was machen wir jetzt? Mal gucken, ob wir dem Typen vertrauen können. Also ich finde, er sieht ja sehr vertrauenswürdig aus schon. Allein, weil er wie Lex Luthor aussieht. Sind Sie mir da hinten gefolgt? Ich musste Abstand halten. Man kann hier nichts riskieren. Bleiben Sie bei mir. Was? Was ist das denn? Keine Bewegung. Oh, okay, okay. Wir wollen keinen Ärger. Wer sind Sie? Ich bin John. Das ist Ringo. Das sind nur ein paar Idioten. Wir haben für sowas keine Zeit. Komm schon, Jenna. Wir wollen zur Kommunikationszentrale. Können Sie uns helfen? Wir brauchen deren Hilfe nicht. Verrat ihnen nichts. Der Aufzug funktioniert wieder. Jenna, na los, okay? Es tut mir leid. Viel Glück. Wie? Und das war's? Was sind denn das für Spackos? Was zur Hölle sollte das denn? Warum waren sie so übel aggressiv? Alle haben scheiß Angst und gehen sich darum eben aus dem Weg. Ist sicherer. So ein Blödsinn. Ja, geh mal vor. Nach der Aktion, da kann ich ruhig so ein Alien fressen. Da habe ich nichts gegen. Ich hoffe, ihr Schiff gibt es wirklich. Erstmal wie immer abspeichern. Also hier gibt es übertrieben viele Speicherpunkte. Also das muss ich ja mal sagen. Aber besser zu viel als einer Moment. Zu wenig. Lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Gestatten Sie? Die Station ist alt und eigenwillig. Na, worauf warten Sie? Drücken Sie den Knopf. Ja, ich dachte, du willst das. Seid Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute unterwegs sein. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Wenn wir es zum Schiff schaffen, können wir uns ausruhen, plaudern und gegenseitig die Haare flechten. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Ein Monster? Was damit wohl gemeint ist? Ha. Guck, der guckt, als wenn er sich jetzt in die Hose geschissen hat. Guckt euch mal die Hose an. Die hängt auch verdammt tief. Und ich glaube nicht, das ist, weil er gut bestückt ist. Ach, ich bin heute wieder fies. Aber muss auch ein bisschen sein. Ein bisschen Spaß muss zwischen dem Gruseln sein. Halten Sie L1 und bewegen Sie L. Hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach einem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. Ja, und jetzt? Ärger! Wir müssen an denen vorbei. Ich bin in den Boden gesunken. Hallo. Ich steck im Boden. Ohne Scheiß, das ist kein Witz. Ich steck im Boden fest. Ich steck im Boden fest. Was ist hier los? Ich kann auch nicht aufstehen. Was ist da los? Ja, okay. Dann starten wir einmal den zuvor gespeicherten Spielstand. Zack. Ja, sowas kann ja auch passieren, ne? Kein Spiel ist bugfrei.
seit Neueste. Die Spielehersteller wollen die Spiele ja immer, immer schneller rausschmeißen, rausfeuern auf die Welt und dann bleibt halt der ein oder andere Fehler übersehen. Moment, lassen Sie mich den Fahrstuhl rufen. Boah, was? So weit werden wir zurückgeschleudert? Die Station ist alt und eigenwillig. Naja, dafür habt ihr einen schönen Bug gesehen. So, komm, lass mich hier schnell drücken. Wir wissen ja jetzt schon, was hier los ist. Worauf warten Sie? Drücken Sie Zack. Den Knopf. So, komm, eigentlich das Gespräch können wir jetzt über... Seien Sie hier bloß ruhig. Es könnten Leute überspringen. Ich fände es ganz nett, wenn Sie mir endlich sagen könnten, was da los war. Sofort. Hören Sie mal zu, Herzchen. Komm, ich blast Sie ein. Ja, wenn wir es zu meinem Schiff schaffen. Ich muss wissen, was los ist. Jetzt, sofort. Na schön. Wie gesagt, ein Killer ist los. Ein Killer? Was soll das überhaupt heißen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber er ist hier. Er holt sich einen nach dem anderen. Was soll das heißen? Ein Psychopath? Eine Person? Nein, was anderes. Ein Monster. Gut, komm. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht wieder in dieselbe Dingens hier falle. Verdammt! Wir müssen hier weg. Hier lang. Runter. So ein Schwachsinn. Wir sollten uns nach dem Ausweg umsehen. Bist du wahnsinnig? Es gibt keinen Ausweg. Wenigstens sind wir hier unten sicher. Aber wie lange? Was, wenn die zu uns kommen? Dann schießen wir sie in Stücke. Und jetzt Ruhe, du machst mich nervös. So, komm. Ich frag mich, ob ich jetzt erschossen werde, wenn ich wirklich nach da vorne laufe. Wir müssen an denen vorbei. Folgen Sie mir. Das musst du wahrscheinlich gestehen, aber das war deine Idee, nicht meine. Folgen Sie in Axels Schacht. Freunde von Ihnen? Ich bin denen schon mal über den Weg gelaufen. Die mögen keine Fremden, nicht mal nette Typen wie mich. Ich bin schockiert. Ich zieh Sie nicht auf, Herzchen. Wenn Sie sich bemerkbar machen wollen, bitte, ist Ihre Beerdigung. Die Waffen sind nicht zum Spielen da. Jemand muss etwas unternehmen. Das machen Sie. Man nennt es Überleben. Alle wenden sich gegeneinander. Die Angst macht die Leute verrückt. Ist mir schon aufgefallen. Oh, da liegt eine Tube Zahnpasta. Vielleicht kann ich die aufheben. Leben hier? Ah, nee, Komponentenkleber. Was soll ich sagen? Mein Butler hat gerade Urlaub. Nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Wer weiß, wann Sie nochmal die Gelegenheit kriegen. Ja, nehmen Sie sich, was Sie brauchen. Da war ja jetzt nur hier die Tube. Ich kann ja Boxen irgendwie nicht aufmachen. Warte auf Sie, wie es scheint. Es kann hier recht dunkel werden. Sie sollten sich die Taschenlampe da drüben schnappen. Taschenlampenbatterie. Komponentenkleber. Wo ist denn hier eine Taschenlampe? Ich sehe nirgends eine Taschenlampe. Ah, da. Das ist eher Google Glass, oder? Google Lamp ist das. Google Lamp. Meine Damen und Herren. Nicht mit dem Ding rum. Nicht, dass wir erwischt werden. Dann los. Halten Sie Dreieck, um die Taschenlampe aufzuladen. Okay. Erstmal Spiel speichern jetzt wieder. Ja, wir haben ja jetzt festgestellt, dass das in diesem Spiel doch durchaus sinnvoll sein könnte. Ich behalte ein Auge auf den Lüftungsschacht. Irgendwo hier ist noch einer. Ich habe ihn markiert, damit ich ihn nicht vergesse. Finden Sie den Schachteingang. Sie sich umschauen. Wir gehen nirgendwo hin, bis Sie den Schacht gefunden haben. Ach, das geht ja schnell bestimmt. So einen Schacht zu finden. Da, da haben wir doch schon einen Schacht. Ah, okay. Vielleicht auch nicht. Vielleicht muss ich doch ein bisschen suchen. Da. Da ist ja überall ein Lüfter drin. Ist es der hier? Hier. Warten Sie, ich komme ja schon.
Genau, dann guck dir den mal an. Ich gehe in der Zeit noch mal ein bisschen hier rumgucken. Wir wollen ja keine Zeit verschwenden. Sehen Sie, ich habe alles unter Kontrolle. Vielleicht liegt hier ja noch irgendwo was Sinnvolles rum. Na also, Ausweiskarte. Ja, das ist natürlich mit dieser Taschenlampe und so, ne? Da muss ich natürlich wieder an Outlast denken. Aber das heißt ja nichts Schlechtes. Outlast ist ja ein klasse Spiel gewesen. Los jetzt. Was heißt gewesen? Ist es immer noch? Wer es nicht gesehen hat, guckt euch meinen Livestream nochmal an. Der ist auch hier bei YouTube online, bei Let's Play Outlast. Ratsam, sich hier zu lange aufzuhalten. Und Let's Play Outlast Whistleblower. Boah, war richtig gut. Richtig gut. Mann, habe ich mich erschreckt. So kommt man hier von A nach B? Wenn man am Leben bleiben will, ja. Torrance, das ist also Ihr Schiff, wie? Ruhe. Ich habe was gehört. Ja, schon gut. In Ordnung. Wir müssen zu den anderen. Irgendwas stimmt nicht. Es stimmt immer irgendwas nicht. Komm schon. Nicht, dass der sauer wird. Es kommt mir vor, als stünden wir nur rum und warten auf den Tod. Folgen Sie mir. Boah. Ohne Speicherstelle. Yippie. Ihr seht mich nur von einer Speicherstelle zur nächsten rennen. Moment, bevor wir da lang gehen, gucken wir nochmal, ob wir hier nicht irgendwas looten können. Und hier ist zum Beispiel ein Aufzug. Naja. Aber den können wir anscheinend alleine nicht benutzen. Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Wir sind bewaffnet. Gegen die können wir nicht ankommen. Ankommen? Wir müssen trotzdem hier durch. Die Tür am Ende. Wie? Versuchen wir ein Ableckungsmanöver. Der Generator. Wenn der ausgeht, werden sie nachsehen müssen. Sie sind kleiner als ich. Sie machen weniger Lärm. Super. Ja, echt klasse. Finden Sie einen Weg, um die Plünderer abzulenken. Hast du dich ein bisschen selbst bedient? Was zum Henker soll das denn heißen? Hey, er war die ganze Zeit bei mir. Uns fehlen Essen, Munition und Medikamente. Wenn es keiner von uns war, hatten wir recht. Jemand war hier. Das ist gar nicht gut. Ich dachte, wir wären hier unten sicher. Verdammt! Was ist mit dem Schloss, das Joe gebastelt hat? Da war ich gerade. Ist noch fest verschlossen. Augen auf! Haltet eure Waffen bereit! Jemand muss dem Chef Bescheid sagen. Schleich einfach mal hier im Dunkeln rum. Ja? Glaubst du, du kannst das besser? Das meint er nicht. Ich sag ja nur, dass... Halt die Klappe! Und hilf mir, den Rest von dem Kram hier zu checken. Ah! Easy! Was war das denn? Der Generator ist abgestellt. Wie verstecke ich mich denn jetzt? Hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen Sie mal nach. Kommt mit. Wo zum Teufel ist das Ding hergekommen? Ja, ich konnte jetzt nur hier hingehen. Raus, dann tun wir Ihnen nichts. Da drinnen hat sich was bewegt. Wir wissen, dass Sie da drin sind. Scheint nicht kaputt zu sein. Woher willst du das denn wissen, Einstein? Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheit? Oh nein, da ist jemand. Verschwinden Sie einfach hier. Wir sagen es Ihnen nicht nochmal. Verdammt, der hat mich gefunden. Scheiße, ich bin tot. Nein! Vermeiden Sie Konflikte. Okay. Aktuellen Speicherstand.
Ja, lass mich den doch laden. Okay, sind wir jetzt ein bisschen schlauer. Aber ich weiß auch nicht, wo ich jetzt hätte hingehen sollen oder können, als ich den Generator ausgeschaltet habe. Okay, wir müssen hier leise sein. Nicht die Taschenlampe anmachen. Halt! Was ist der Notfall? Hier war jemand. Alle in Alarmbereitschaft bleiben. Haltet eure Waffen bereit. Schießt auf jeden, den ihr nicht kennt. Verstanden. Bleibt hier, während ich unsere Vorräte prüfe. Rettungsschiffe sind unterwegs, oder? Ja, wo kann ich denn hinlaufen, wenn ich den ausgeschaltet habe? Bleibt doch eigentlich nur die Ecke da, oder? Gucken wir uns erstmal um. Ja, ich kann eigentlich nur da hingehen. Hier ist sonst kein anderer Ausweg. Wenn ich das richtig sehe. Das hier ist nur eine Glasscheibe. Ah, hier ist ein Schacht. Okay. Hoffentlich geht der auch noch auf, wenn der Generator aus ist. Was war das denn? Ha. Hat sich selber ausgeschaltet? Nein, jemand ist hier. Sehen wir mal nach. Kommt mit! Auftrag nochmal angenommen. Wo bin ich denn jetzt? Ah, hier. Wer ist da? Komm. Gute Arbeit, Ripley. Hier lang. Scheint nicht kaputt zu sein. Wo lang? Ich sehe sie nicht. Wenn der Generator durchgebrannt wäre, wäre hier Rauch. Er funktioniert trotzdem nicht. Vielleicht der Sicherheitsmechanismus? War vielleicht eine Ratte, hat sich verheddert und den Sicherheitsmechanismus... Boah, bin ich gut. Bin ich gut. Seien wir besser ruhig. Sie sind noch in der Nähe. Erstmal wieder speichern. Ach, ist das schön. Wenigstens geht das Speichern schnell. Ah, da lang. Wie weit noch? Fast da. Transit ist gleich da vorne. Hoffentlich ist ihr Schiff auch noch da. Okay. Oh, ein Terminal. Können wir wieder lazy machen. Spricht nicht so ganz ihren Erwartungen, wie? Ich sollte eigentlich gar nicht hier sein. Meine Ausschiffungsunterlagen waren auf letzte Woche datiert. So. Habe endlich das erwähnte Zeug ergattert. Der Chief wird gar nicht bemerken, dass etwas fehlt. Bei der Schließung einer Station geht immer was verloren. Machen Sie sich keine Sorgen um den Zoll. Sinclair hat seiner Truppe gesagt, sie sollen 5 gerade sein lassen. Sie sind wahrscheinlich sowieso zu sehr mit Faulenzen beschäftigt, als dass ihnen irgendwas auffallen würde. Qualität hat eben ihren Preis. Bailey. Inventar. Nichts darf ohne Absprache mit mir entfernt oder aus der Liste abgehakt werden. Aspirin, 4 Konserven, bla bla bla. Notiz, Munition neigt sich dem Ende. Zoe konnte sich ein paar Medikamente schnappen, alle an derselben Person, an dieselbe Person adressiert. Sie werden wohl nicht mehr gebraucht. Okay. Schade, dass ich... Oh, da liegt was. Schrott. Ja, Schrott muss man immer haben. Medikit. Bauplan eingesammelt. Öffnen Sie das Menürad. Baumenü zu bauen Sie es aus gefundenen Teilen. L1 drücken zum Bauen. Habe ich dazu überhaupt alles? Ach du je, was ist denn hier los? Ach so, okay. Da sieht man dann. Ich brauche dafür Impfpistole, habe ich. Komponent B brauche ich. Und ich brauche Bindemittel, habe ich alles. Zack, zack, zack. L1 drücken zum Basteln. Gerät gebastelt. Wow, das ist doch mal hier klasse. Bauen wir mal direkt noch eins. Wir können nämlich 2 davon basteln. L1 drücken zum Basteln. Gerät gebastelt. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wie man das Medikit einsetzt. Aber das finden wir schon noch raus. Ja, warum gehst du denn jetzt hier nicht weiter, du Spacken? So. Strom wiederherstellen. Er ist aus. Scheißkerle haben uns abgeschnitten. Ich hab's.
Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig betätigen, um sie zu öffnen. Ich nehme die hier und Sie gehen zu der auf der anderen Seite. Okay. Okay. Wo ist denn hier eine andere Konsole? Also ich habe keine andere gesehen. Ah, okay. Fertig. Auf drei. Eins, zwei, drei. Oh nein. Oh nein. Retten Sie Axel. Okay. Arschloch, komm her. Ich hab den Scheißkerl. Ihr Penner glaubt wohl, ihr könnt euch hier einfach bedienen. Lass mich los, verdammt. Boah, voll in den Nacken. Oh. Ja, das war jetzt nicht so meine Idee, aber... Hauen wir ab. Die anderen sind unterwegs. Wir müssen los. Jetzt. Oh, oh. Hey, ihr Sackgesichter. Schnell. Erschießt sie. Erschießt sie. Scheiße. Ich glaube, er ist tot. Die haben ihn umgebracht. Ja, renn weiter. Bleib doch nicht stehen, du Axel, du. Was bist du denn für ein Kevin? Weil er mich töten wollte. Er oder ich. Hier geht es ums Überleben. Verstehen Sie das? Hören Sie da was? Ich höre was. Axel? Scheiße. Was ist das denn? Oh oh. Ja, was zur Hölle war das? Richtig. Ich renn aber lieber nicht. Ich bin lieber leise. Er scheint mir sinnvoller zu sein. Boah, bitte schnell. Schnell, bitte. Hallo, Transit, komm schnell. Ich krieg gleich einen Herzkasper. Warum kommt denn nix? Jetzt komm schon. Die Musik bedeutet nämlich nichts Gutes. Mein Gott, ey, so eine Panik mache ich hier mit der Musik und dann kommt nichts. Echt, Mann. Ich könnte die umbringen. Ach. Naja, wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.